Es wird wieder Zeit für ein Starship-Update, meine Lieben. In der heutigen Ausgabe werfen wir wieder einen ganz genauen Blick nach Boca Chica. Die ersten orbittauglichen Steuerflächen für Starship wurden gesichtet. Auch die Bezeichnung der Prototypen und Triebwerke haben sich geändert. Booster 3 hat sein erstes statisches Feuer absolviert und der orbitale Startturm ist auch nahe an seiner Fertigstellung. Wir schauen uns aber auch an, was SpaceX plant, um die Produktion der Raptor-Triebwerke hochzufahren. Denn ihr Standort in Hawthorne, Kalifornien, kommt vermutlich bald an die Grenze seiner Produktionskapazitäten. Ich versuche gerade Mars-Chroniken so aufzubauen, dass ich davon leben kann. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann kannst du den Kanal auf viele Arten unterstützen. Du kannst mich gerne auf Patreon besuchen und eine Mitgliedschaft abschließen. Aber du unterstützt den Kanal auch schon sehr, wenn du Mars-Chroniken auf YouTube abonnierst. Das kostet nichts und erleichtert es mir, mehr Videos für euch zu produzieren. Lass dem Video doch gerne einen Daumen hoch da und diskutiere in den Kommentaren mit uns mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Damit wir uns verstehen, möchte ich euch zuerst die neuen Bezeichnungen näher bringen. Starship wird nicht mehr SN, sondern S für Ship bzw. Schiff genannt. Super Heavy ist nicht mehr BN, sondern B für Booster. Das ist ein ideales Beispiel für die Philosophie von SpaceX. Wenn etwas komplizierter werden muss, dann muss man an anderer Stelle Komplexität abbauen. Das ist bereits die zweite Namensänderung. Anfangs wurden die Prototypen mit Mark 1, Mark 2 etc. bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde dann auf SN für Seriennummer geändert. Und nun werden sie nur noch Ship bzw. Booster genannt. Und als dann die Raptor-Triebwerke mit diesen Aufschriften gesichtet wurden, habe ich schon gemerkt, dass da etwas im Busch ist. Ich habe mich auf die Suche gemacht und bin auf diese Twitter-Unterhaltung gestoßen. Am 4. Juli teilte Marcus House einige Grafiken von Artius. Diese Grafiken zeigen den Fortschritt der Raptor-Triebwerke. Hier wird die Information zu jedem einzelnen Raptor gesammelt dargestellt. Wann wurde es gesichtet, verwendet oder zerstört? Grandios und wunderbar übersichtlich. Danke Artius für das Teilen dieser Grafiken. Markus fragt sich, ob die Raptor Boost Triebwerke irgendwann einen Schub von 300 Tonnen oder mehr erreichen werden. Worauf Elon antwortet, dass der aktuelle Plan es ist, den Schub der Raptoren auf rund 230 Tonnen zu heben und dafür aber die Anzahl der Booster Triebwerke auf 32 oder 33 anzuheben. Alle Booster Triebwerke, ob mit oder ohne Schwenk- bzw. Gimbal-Funktion, sind gleich. Also 33 mal 230 ergibt 760 Tonnen Schub und eine Thrust-to-Weight-Ratio, also ein Schub-Gewichtsverhältnis von 1,5, fügte Elon in einem weiteren Tweet hinzu. Und damit sollte der Booster vorerst einmal auskommen. Eric X hat auf Twitter dieses Bild veröffentlicht, wo er seine Vorstellung von der Anordnung der Triebwerke darstellt. Und Elon antwortet darauf, dass es ziemlich genau so sein wird. Dann fragt Jack Beyer, was der Sinn davon ist, Raptor Boost Triebwerke zu bauen, wenn sie dann ohnehin nur Standard Raptor Triebwerke sind. Vielleicht Gewichtsreduktion? Elon lässt sich auch hier zu einer Antwort hinreißen. Er schreibt, die zentralen Triebwerke auf Starship werden die gleichen sein wie die Booster Triebwerke. Diese sind im Grunde dann Raptor 2. Die Vakuum-Raptoren werden die einzige Variation sein. Es bleibt noch zu beschließen, ob sie die sogenannten RVAX mit Raptor 2 vereinheitlichen, um mehr Schub zu generieren. Oder den Glockenhals verengen, um mehr spezifischen Impuls zu erhalten. Obendrein wird Starship mit drei zusätzlichen RVAX mit maximalem spezifischen Impuls ausgestattet. Verrückt, jetzt steigt der Raptor-Bedarf noch mehr an. Aber SpaceX kommt ja schon jetzt nicht mehr hinterher mit der Raptor-Produktion. Also, was planen Sie, um dieser riesigen Nachfrage gerecht zu werden? Dazu tweetete Elon einige Tage später, dass sie in der nächsten Zukunft eine zweite Raptor-Fabrik auf ihrem Testgelände in Texas bauen werden. Diese Fabrik wird sich auf die Massenproduktion von Raptor 2 konzentrieren und die Fabrik in Kalifornien wird weiterhin Vakuum-Raptoren und experimentelle Designs herstellen. Mit Massenproduktion meint er
2 bis 4 Triebwerke am Tag. Das ist viel für große und leistungsstarke Raketentriebwerke. Aber im Vergleich zur Automobilindustrie ist das nicht besonders viel. Zur Klarstellung, mit Testgelände in Texas meint er hier nicht Boca Chica, sondern McGregor, Texas. Ganz einfach, weil hier schon die Testinfrastruktur für Triebwerke vorhanden ist. Und McGregor ist nicht allzu weit weg von Starbase. Es ist eine 7-Stunden-Fahrt. Ich kann mir vorstellen, dass Elon irgendwann deswegen eine Autobahn- oder Hyperloop-Strecke zwischen McGregor und Boca Chica baut. Hier auf Google Maps sehen wir, dass sie bereits einige Gebäude stehen haben. Und dieser SpaceX-Standort wird in den nächsten Monaten beginnen, massiv zu wachsen. Wir sehen, wie viel Platz hier noch ist, um sich auszubreiten. Und wenn du glaubst, das ist weit weg, dann halte dich jetzt fest. Die RVAC-Triebwerke werden weiterhin aus Hawthorne, Kalifornien geliefert. Die reine Fahrzeit beträgt hier rund 24 Stunden. Mit einer vernünftigen Infrastruktur könnte man diese Fahrzeit wahrscheinlich stark reduzieren, aber das spielt es mal kurz bis mittelfristig gar nicht. Und mit der Fabrik in Kalifornien ist natürlich Hawthorne gemeint. Dort werden im Moment die Falcon 9 Raketen, die Merlin und Raptor Triebwerke hergestellt, aber auch die Dragon Kapseln und alle damit zusammenhängenden Draco und Super Draco Triebwerke werden hier gebaut. In Zukunft soll dieser Standort ein wenig entlastet werden. Also, was ist jetzt mit den ganzen neuen Bezeichnungen für die Triebwerke? Gut aufgepasst, es gibt jetzt Raptor Triebwerke mit Schwenk- bzw. Schubvektorsteuerung. Diese unterscheiden sich nur durch die Aufhängung und den Mechanismus zum Bewegen. Sie heißen immer Raptor Center, egal ob sie auf einem Starship oder einem Booster angebracht werden. Raptor Center wird mit RC bzw. RC abgekürzt. Das gleiche Triebwerk gibt es auch ohne Schubvektorsteuerung. Diese Version wird Raptor Boost, also RB bzw. RB genannt. Also haben wir jetzt Raptor Center, Raptor Boost und die dritte Variante sind die vakuumoptimierten Raptoren mit der massiven Abgasglocke. Alexander Swan postete noch dieses Bild von Starship. Elon antwortete darauf, dass Simulationen gezeigt haben, dass sie die Steuerflächen noch schmäler machen können, um so Gewicht zu sparen. Ich denke mal, dass wir das erst ab S21 oder noch später sehen werden. Denn die Steuerflächen für S20 sind bereits in der Werkstraße angeliefert und warten in diesem Regal auf ihre Montage. Schaut euch mal an, wie viel genauer hier gearbeitet wurde. Das sieht doch schon richtig gut aus. Man merkt, dass SpaceX schnell lernt und die Qualität hat hier einen großen Sprung nach oben gemacht. Schauen wir uns nun an, wie weit die Produktion der einzelnen Prototypen ist. Hier auf der Grafik von Brandon Lewis auf Twitter sehen wir sehr schön, dass im Moment 2 Booster und 2 Schiffe gebaut werden. S20s Tanksektion ist bereits fast fertig und wartet auf sein Frachtabteil. Für S21 wurden einzelne Teile gesichtet. Aber Priorität hat im Augenblick noch S20. Es scheint aber so, als wären die GSE-Tanks noch immer die oberste Priorität der Produktionsstraße. GSE 4 dürfte ein Problem gehabt haben und wird vermutlich neu gebaut werden. Das bringt uns zu den Boostern. B3 steht immer noch auf dem Teststand und hat nach einem Drucktest bei Raumtemperatur auch den Druck bei kryogenen Temperaturen bestanden. Vor dem Static Fire wurden noch 3 Raptoren angebracht. Schaut euch mal an, wie weit diese Triebwerke unten herausschauen. Das statische Feuer hat schon stattgefunden und es sah ganz gut aus. Hier, dank der Aufnahmen von nasaspaceflight.com, bekommen wir Bilder aus nächster Nähe von diesem Geschehen. Schaut einmal, wie chaotisch es hier aussieht. Es stehen überall Rohre weg, COPVs hängen außen dran und Kabel hängen herum. B4 wird da bereits viel hochwertiger sein und Teil davon wird sein, dass viel von diesem Zeug, das hier zu sehen ist, in das Innere des Boosters verlegt wird. Hört mal, was für einen Lärm ein Feuer mit 3 Triebwerken macht. Allein die Ventile sind schon extrem laut. Jetzt stellt euch einmal vor, was für einen Krach es machen wird, wenn der Booster 32 oder 33 Triebwerke zündet.
Denn ich weiß nicht, wie viel man mit Wasser erreichen kann, wenn die Triebwerke beginnen, 7600 Tonnen Schub zu erzeugen. Wie wir wissen, wird B3 nicht fliegen. Nach dem Static Fire, also dem statischen Feuer, wurde eines der Triebwerke ausgetauscht. Ein Austausch bedeutet für gewöhnlich weitere Tests. Wann, das kann ich euch leider nicht sagen. Denn auf der Seite von Cameron County sind keine Straßensperren angekündigt. Aber das geht schnell. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass wir Ende Juli mit weiteren Booster-Tests rechnen können. Und wenn da alles gut geht, sollte B4 schon fertig sein und auch zum Testgelände gebracht werden. Da B4 höher fliegen wird, als je ein Booster oder Starship geflogen ist, wird es sich ebenfalls einiger Tests unterziehen, bevor Starship 20 draufgesetzt wird, um in den Orbit zu fliegen. Jedenfalls werden laufend Triebwerke angeliefert, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass es bald in den Orbit geht. Und wieder ist es nur meine Einschätzung, aber ich denke, dass wir den Booster 4 und das Schiff 20, also den Stack 420, nicht vor September fliegen sehen werden. Denn nicht nur die Flughardware ist nicht bereit, sondern auch die Infrastruktur befindet sich noch im Bau. Der Startturm hat seine endgültige Höhe erreicht. Obendrauf kommt wahrscheinlich noch eine Art Kran zum Stapeln von Starship auf den Booster. Wenn es darauf ankommt, könnten sie vermutlich das Schiff auch mit Frankencrane auf den Booster stapeln. Ich bin schon richtig aufgeregt und nervös. Ich freue mich so sehr auf diesen Flug. Wo wir bei Frankencrane sind. Einige von euch dachten ja, dass diese gelben Rohre als Erweiterung für den Kran dienen. Aber das ist noch immer nicht klar. Es sieht eher so aus, als wären sie Teil des Boosterfängers. Alexander Swan hat dieses Rendering erstellt. Ich denke, dass das ziemlich akkurat sein könnte. Es wird auch schon in der Community über einen Namen für den Turm gerätselt. Ich habe schon einige coole Vorschläge gehört. Of course I will catch you, also natürlich werde ich dich fangen. Und of course I will launch you, also natürlich werde ich dich hochschießen. Sind mal meine Lieblinge soweit. Die Arbeiter bauen an mehreren exotisch aussehenden Konstruktionen. Ove von SpaceX 3D Creation Eccentric hat in seinen täglichen Animationen einige Mutmaßungen angestellt, die ziemlich gut hinkommen könnten. Ich bin echt gespannt, wofür diese Strukturen sind. Die runde Form lässt darauf schließen, dass es Hilfsgerät für Starship und Super Heavy ist. Aber das sind auch nur Vermutungen. Noch in aller Kürze zur neuen Tankform. Es sind weitere Schutzkappen für die Tanks fertiggestellt und zur Teststraße gebracht worden. Aber sie wurden noch nicht auf ihre endgültigen Plätze, sondern daneben hingestellt. Bevor wir zu den letzten Bildern kommen, könnt ihr euch noch an SN11 erinnern, der in der Luft explodiert ist. Hier werden noch immer Einzelteile eingesammelt, die sich über die ganze Gegend verstreut hatten. Der Grund, weswegen ich Mars-Chroniken gegründet habe, ist der, dass ich mehr Bewusstsein und Begeisterung für Raumfahrt im deutschsprachigen Raum schaffen wollte. Das geht mit einer größeren Reichweite wesentlich besser. Daher habe ich mir einen Medienpartner ins Boot geholt. Und zwar handelt es sich dabei um das coole deutschsprachige Magazin WADA. Dadurch erreiche ich einfach mehr Menschen. Jede meiner Ausgaben erscheint dort in Form eines Artikels zum Nachlesen. Schaut gerne auf wada.at vorbei und klickt euch mal durch. Es gibt täglich coole neue Artikel, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Danke Eugen, Dennis und Fabian von WADA. Ohne euch wäre diese Kooperation nicht möglich gewesen. Ich möchte mich auch gerne bei allen meinen Patrons für eure großartige Unterstützung bedanken. Ihr helft mir, noch mehr und noch besseren Content für euch zu produzieren. So, meine Lieben, das war es nun von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.